Merhabalar. Türkiye'den gelen bir gazeteci. Gezi direnişleri sürecinde tanıklıklarımı fotoğraflarla belgeleyen bir gazeteci. Gezi direnişlerinin yıl dönümünün bu günlerinde orada fotoğraflarla tarihe tanıklık yaptım. So, liebe Freunde, ich mache die deutsche Übersetzung, wir wechseln uns ab. Liebe Freunde, ich bin Can Yaman, bin Fotograf aus Istanbul und habe die Taksim-Proteste von Beginn an mit meiner Kamera dokumentiert. Und ich bin glücklich, zum Jahrestag der Gezi-Proteste heute hier bei euch sein zu können. Ne yazık ki çevreye, doğaya ve insanlığa karşı saldırılar sürmekte. Şiddet dünyanın her yerinde bütün hızıyla sürmekte. Dünyanın değişik ülkelerinde şiddetle karşı karşıya bulunmaktayız. Gezi direnişleri nedeniyle Taksim dayanışma hakkında suç örgütü kurmak ve halkı isyana teşvik etmekten dolayı dava açılmıştır. Bu dava İstanbul'da geçen gün duruşması başladı. 21 Ekim'de sürecek. Leider erleben wir überall auf der Welt, dass der Druck und die Angriffe auf Mensch und Natur weitergehen. Das haben wir in der Türkei sowohl mit massiver Polizeigewalt, 9 Todesopfern und unzähligen Anklagen vor Gericht erfahren müssen. Vor ein paar Tagen begann die Gerichtsverhandlung gegen das Taksim-Bündnis, gegen die Mitglieder des Taksim-Bündnisses. Und ihnen wird vorgeworfen, Menschen zum Protest aufgeheizt zu haben. Die Verhandlung begann vor ein paar Tagen und wird am 21. Oktober fortgesetzt. Wir aber geben in Istanbul, aber auch im Land, auch landesweit, unseren Protest nicht auf. Ayrıca direnişler boyunca zarar gören halk suç duyurusunda bulunmuştur. Yaklaşık 1500 kişi polisler ve AKP hükümeti aleyhine dava açmaya yoluna gitmişlerdir. Fakat hala bir yıl geçmesine rağmen dava açılmamış, dosyalar bir kenarda durmaktadır. Auch haben über 1500 Demonstranten die AKP-Regierung angeklagt. Die Ordner liegen aber noch im Gericht und sind noch keinesmals aufgemacht worden. Bu dava açanlardan biri de benim. Buraya gelmeden bir hafta önce ilk defa ifademi aldılar. Einer dieser Kläger gegen die AKP-Regierung bin ich. Bu saldırılara karşı adalet, hukuk ve hak mücadelesini sürdürmekle önümüzde bir görev olarak duruyor. Wir sehen es als Aufgabe, gemeinsam und auch weiterhin, ein Jahr nach den Gezi-Protesten, unseren Protest, unseren Widerstand, aber auch unseren Kampf für Demokratie und für Gerechtigkeit fortzuführen. Bizler İstanbul'da, Lice'de, Roboski'de bu saldırılara karşı direniyoruz. Sizler Stuttgart'ta bu direnişi sürdürüyorsunuz. Dünyanın neresinde bir saldırı varsa direnmek meşru olur. Hier in der Türkei streiten weiterhin in Istanbul, aber auch in den anderen Landesteilen. Und auch ihr hier in Stuttgart führt euren Protest. Türkiye'de Gezi Parkı'yla direnişiyle başlayan bir yıllık süreçte bugüne kadar
9 arkadaşımızı kaybettik. Onlar AKP hükümetinin ve polis terörünün kurbanı oldular. Bizler onların anılarını yaşatacağız. Ich möchte nochmals unterstreichen, betonen, dass wir leider in dem vergangenen einen Jahr im Zuge der Gezi-Proteste 9 Freunde verloren haben. Aber sie werden und sie leben auch mit jeder kleinen Aktion, die wir weiterhin führen, sei es auf der Straße oder auch vor Gericht. Wir werden sie mit uns tragen und sie werden weiterhin mit uns streiten. Baskının olduğu yerde direnmek meşrudur bilinciyle her yer Taksim, her yer direniş, her yer Stuttgart, her yer direniş diyoruz. Überall dort, wo Unrecht geschieht, wird der Widerstand zur Pflicht. In diesem Sinne, überall ist Taksim, überall ist Stuttgart. Yaşasın mücadelemiz. Oben bleiben.